Das Verb werden auf Spanisch. Fünf Anwendungen möchte ich dir in diesem Video präsentieren. Es wird wirklich Bombe. Vamos! Ich bin Carlota Hurtado, Erfinderin der TOTI-Methode für Auswanderinnen in spanischsprachige Länder. Mit meiner Methode kann man um ein Vielfaches Spanisch lernen und das Sprechen üben. Jetzt aber das Verb werden. Fünf Anwendungen auf Spanisch. Also, die drei ersten Anwendungen sind wirklich erste Sahne. Man kann nicht anders sagen. Und ich habe hier ein Buch und hier besser als das kann man wirklich nicht erklären, okay? Es geht, und ich sage, um welches Buch es geht. Es geht um dieses Buch Perspektivas B1, okay, von Cornelsen Verlag. Das ist wirklich ein ganz gutes Buch. Und hier, das ist die letzte Lektion, die erklären drei Verben, die praktisch werden heißen, ja? Aber die Erklärung ist so toll. Deswegen zeige ich extra das Buch, ne? Zeige ich, wenn ich etwas zitiere oder etwas wiederhole von einer bestimmten Quelle, dann sage ich, woher. Ich finde sehr respektlos, wenn Leute einfach so Sachen nehmen und so, na, und ich glaube, das soll man schon respektieren, besonders so eine Erklärung. Wow, wirst du sehen. Número uno, hacerse oder hacerse, das heißt werden. Hacerse. Hacerse, ich lese vor, hacerse drückt eine gewollte, überlegte, langsame Veränderung aus und wird vor allem in Bezug auf den Beruf, die Religion, die politische Ideologie oder die Staatsbürgerschaft benutzt. Okay? Sehr, sehr wichtig, was ich gerade vorgelesen habe, sonst kannst du mal zurück und noch einmal hören. Sehr, sehr wichtig. Und ich habe hier Beispiele. Él se ha hecho budista. Él se ha hecho budista. Also er ist Buddhist geworden. Sí, genau. Él se ha hecho budista. Noch ein Beispiel. Él se ha hecho médico. Él se ha hecho médico. Er ist Arzt geworden. Okay? Genau. Número dos. Volverse. Heißt auch werden. Und ich lese vor. Volverse drückt eine wesentliche, oft unvermittelte und nicht beabsichtigte Veränderung aus. Okay? Noch einmal. Volverse drückt eine wesentliche, oft unvermittelte und nicht beabsichtigte Veränderung aus. Volverse. Ejemplo. Habe ich hier, entschuldige, dass ich spicke, ne? Aber die Sätze sind ganz besonders. Habe ich wirklich ein bisschen lange überlegt, was kann ich so einfache Beispiele geben, damit du das am besten verstehst, ne? Bei Volverse habe ich mir gedacht, desde que murió su madre, se ha vuelto muy introvertido. Das ist ein bisschen traurig. Desde que ha muerto su madre, se ha vuelto, ist er geworden, seitdem, je nachdem ihre Mutter oder seine Mutter gestorben ist er oder sie sehr introvertiv, doch so sagt man das, introvertiert. Du weißt, wie das richtig ist, geworden. Okay? Und jetzt ein lustiges Beispiel.
el subjuntivo me vuelve loca. Das Subjuntivo macht mich verrückt. Número 3. Número 3. Ponerse. Ponerse heißt auch werden. Ponerse. Ponerse haben wir auch hier. Steht, ponerse steht für eine vorübergehende, plötzliche und oft unwesentliche Veränderung. Okay? Noch einmal. Ponerse steht für eine vorübergehende, plötzliche und oft unwesentliche Veränderung. Aha. Zum Beispiel, okay, durante la fiesta se puso furiosa. Während der Party ist sie dann wütend geworden. Durante la fiesta se puso furiosa. Oder durante la fiesta se puso triste. Während der Party ist sie dann traurig geworden. So, se puso es auf einmal, no? Sie ist dann traurig geworden. Oder durante la fiesta se puso feliz. Ist sie so glücklich geworden während der Party? Also, ich schreibe natürlich das, was ich vorgelesen habe, habe ich jetzt gerade gedacht, schreibe ich unten bei der Beschreibung, okay? Genau, da schreibe ich unten das, was ich vorgelesen habe, weil ich finde es wirklich so gut erklärt. Also super, 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 okay? Genau, das schreibe ich unten. Und jetzt geht es weiter mit der Nummer 4. Numero 4, also werden, no? Werden verwenden wir auf Deutsch, wenn wir das Passiv bilden möchten. No? Wenn wir das Passiv bilden möchten. Zum Beispiel, es wird gegessen. No? Es wird gegessen. Das auf Spanisch sagt man a comer. A comer. Oder zum Beispiel auf einer Party, da sind die Leute, keine Ahnung, nicht so gut drauf, irgendwie brauchen die ein bisschen Motivation. Na? Und jetzt beginnt die Musik ein bisschen jetzt schöner und schöner zu werden. Und dann kann man sagen, hey, es wird getanzt. Das auf Spanisch, a bailar. A bailar. Das heißt, ein A plus ein Verb. In der Grundform. Das ist ein bisschen in die Richtung wie eine Befehlsform. Okay? Das ist ein bisschen in die Richtung wie eine Befehlsform. Aber ohne, wie kann ich das sagen? Ohne Person. Ich meine, tanzt, ne? Baila oder baile, tanzen sie, ne? Oder so. Sondern a bailar. Es wird getanzt, das ist unpersönlich. Es wird, das ist unpersönlich. Das ist nicht du, sie, sondern es wird. Ne? A bailar. Wann hatten wir noch? A comer. Genau. Und el número 5, dann die Nummer 5, auch mit dem Passiv. Es wird, oder hier wird es nicht geraucht. Hier wird es nicht geraucht. Aquí no se fuma. Aquí no se fuma. Wir nehmen diese se. Se heißt man, okay? Und wir konjugieren die dritte Person. Aquí no se fuma. Okay, die waren jetzt 5 Anwendungen. 5 Anwendungen von diesem Verb werden, aber auf Spanisch. Ich wünsche dir viel Erfolg. Mucho éxito. Hasta la próxima.